So, wir sind hier im schönen Klausen in einem altehrwürdigen Klostergarten. Cool. Was haben wir denn noch für eine Frage heute? Heute ist die Frage, wie lange sollte man warten, bis man neuen Freunden vertraut? Ja, ist echt eine ganz schön tricky Frage, weil wenn man jetzt, wenn es einen auf meinen Kanal gespült hat, dann hat man ja meistens ziemlich viel negative Erfahrungen. Und insofern würde man vielleicht sagen, vorsichtig sein, aber meistens heißt es so vorsichtig sein bei Leuten, die schon im Leben waren, weil da hatte man ja diesen alten Liebeschiff. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe jemanden, den ich schon vor 10 Jahren kannte, wieder getroffen, kann es jetzt funktionieren? Aber wenn du wirklich neue Leute kennenlernst und du hast vorher an dir gearbeitet und hast andere Anziehungspunkte entwickelt, dann würde ich sogar sagen, wir sollten immer wieder vertrauen, weil wenn wir so mit hochgezogenen Mauern durchs Leben gehen, ist aber schön, ja. Ja, da verstehen sie Tönes. Ja. Cool. Ja, wenn man so mit hochgezogenen Mauern durchs Leben geht, dann wird man ja auch zu so einem Bindungsängstler. Das will man ja nicht. Insofern würde ich sagen, ja. Klar, wie geht es in Dating-Prozessen auch? Bei Freundschaften genau das Gleiche. Wenn man fängt, da gibt es Pflaumen, man fängt langsam an. Und ja, ist wie beim Dating, ne? Trifft sich, lernt sich kennen, guckt, ob man sich vertrauen kann, lässt es langsam wachsen. Und ja, man sollte immer von Tag zu Tag denken, aber ich würde schon wieder neuen Leuten würde ich schon immer wieder eine Chance geben, auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Probieren wir? Schmeckt's? Ja. Die sind, glaube ich, noch nicht so weit.